Hallo Leute und willkommen zurück zu Grim Dawn mit dem werten Fischi. Moin, moin. Und wir sind jetzt auf der nächsten Ebene schon. Also, beziehungsweise da unten geht's in die nächste Ebene und ja. Nice. Ich glaube, es wird gefixt. Ich habe jetzt mehr FPS. Okay, es kann auch daran liegen, dass wir gerade nur im Keller sind und ja, nichts machen, aber. Ich habe schon die ganze Zeit 60 FPS. Ja, ich auch, aber ich habe nicht drauf geachtet, weil. Ich hatte von Anfang an durchgehend 60 FPS. Nice. Hab drauf geachtet. Betrittst du immer noch gerade die Ebene? Ja, jetzt bin ich drauf. Ich bin auch die reingegangen und bin schon vorher da. Danke sehr. Ja, ich habe auch schlechtes Internet, ne? Oh, wir sind übrigens auf der nächsten Ebene und haben neues Portal. Ich weiß, ich hab's schon aktiviert. Auch gerade. Oh mein Gott, sind hier viele Gegner. Tank. Hallo, greif mich an. Tank sings. Was ist das für ein Drecksvieh? Keine Ahnung, wovon du redest. Das ist ein Pimmelkopf. Aber Energieprobleme habe ich gar nicht, muss ich sagen. Ich habe auch noch nie einen Energietrank genommen, Alter. Doch, einen habe ich glaube ich schon mal genommen. Ich weiß nicht, ob es mit diesem Charakter war oder mit meinem Single-Player-Charakter. Ich glaube, ich habe noch nie einen genommen. Das ist ziemlich cool. Ich vergesse immer die ganzen Sachen zu spammen. Oh, ich habe nur noch zwei Heiltränke. Spam tue ich auch nicht. Ich habe echt Heal-Probleme. Ich habe wirklich gar kein Problem mit Tränken. Also ich benutze auch gar keine. Ich benutze eigentlich in jedem Kampf mindestens einen. Also das Einzige, wo ich wirklich Tränke verwende, ist, wenn ich alleine gegen 1000 Leute kämpfen muss. Ja, ich muss immer einen verwenden, egal ob wir zusammen kämpfen, ob ich alleine kämpfe, sterbe ich sowieso. Ich hasse diese missgeburten Jetzt Viecher zum Beispiel. Hier. Also Spam tue ich meine Sachen, okay doch eigentlich schon, also immer wenn mein Stunner eigentlich ready ist, dann mache ich den auch. Das Problem ist, oh mein Gott, ich bin fast tot, habe keinen Heiltrank mehr. Ich habe ja keinen richtigen Stun, sondern nur diese Stun-Balls, die irgendwie nicht so richtig funktionieren. Und diese Verwirrungsgranate, die ist ziemlich cool. Die Stun-Jacks funktionieren aber. Ja, aber die stunnen nicht so richtig. Die machen mehr Schaden, als das Stun. Gut. Es ist dann halt nur die erste Gegner, die ich habe also einen Stun, der geht einfach so einmal durch die komplett, also einmal so einen ganzen Strich lang. Und dann ist dann halt immer nur den, der da eigentlich drinnen steht. Bin gelevelt. Na, also ich bin gerade mal wieder ganz am Anfang. Wie? Ich bin ganz am Anfang vom Level. Bei Level 20. Ja? Ich bin bei Level 21. Ja, ich weiß. Weil ich 800 Millionen mal gestorben bin, Mann. Ja, stimmt, aber vor allen Dingen, bevor wir den Part aufgenommen haben, den letzten Part aufgenommen haben, bin ich auch noch halt durch die komplette Stadt gerannt und ja. Am Ende waren da so ein paar Gegner, die ich da ein bisschen so hatte. So 80 oder so. Also ja. Ungelogen 80 ein oder zwei. So. 1000. Vielleicht auch 3 oder 4. 1000. Ja, vielleicht auch 5 oder 6. 1000. Nein, es waren knapp 15 Gegner oder 20. Es waren locker 50. Ja, so viel weiß ich jetzt wirklich nicht, das waren knapp maximal 30 oder so. Mindestens 50 oder so. Ja, und ich hab die alle kaputt geprügelt nach und nach und er ist nochmal gestorben, als er gekommen ist. Zweimal. Dreimal, mindestens. So, jetzt. Underground Transit. Oh nice, wir sind im nächsten Dings. Ja, ich bin noch am Kämpfen. Ich auch, ich stehe hier einfach nur rum und hier ist über der, also hier vorne ist Übergang zu Underground Transit. Achso, hab ich nicht gesehen. Ah, was gut sein müsste an der neuen Aufstellung vom Mike, ist, dass ich wahrscheinlich jetzt schon wieder halle. Aber dass meine Maus jetzt auf der anderen Seite ist und daher, solltet ihr weniger von der Maus mitkriegen. Und davon hätte ich mit genauso dem Headset viel. Gegen... Hat hier Fummelschlage. Also ich höre deinen Maus immer noch. Transit. Was? Ich höre deinen Maus immer noch. Okay, ich hoffe, also dass nicht immer, nicht aber so halt. Viel hört.
Hier ist noch eine Wand. Oder? Ja. Hier war nichts drin. Oh. Human Remains waren hier drin. So, warte mal kurz. Zwei Kisten. Inventar. Was habe ich denn hier? Ich mache mal kurz im Inventar. Guck mal, was ich hier habe. Müll. Kann Müll. Ich nicht anziehen. Das ist Müll. Macht theoretisch mehr Schaden, aber macht weniger Schaden, okay. Dafür brauche ich Spirit. Was ist das hier? Nee, das ist doof. Das du hast für Physik, ne? Ja. Ich habe ein paar Sachen für dich, die eventuell interessant sind. Was für Waffen benutzt du? Einen legendären Hammer. Wie viel Damage? 19 bis 37 plus 7 bis 16. Brauchst du einen Knüppel, sag ich jetzt mal, 15 bis 44. Nee. 15 Damage to Humans, also 15% Damage to Humans, 8% Energie. Nee. Okay. Brauche ich die? Ich habe hier noch 77er Hosen eventuell für dich. Ich habe hier noch 40er Schuhe, brauchst du die? Hast du 116 Cunning? Nein, Physik? Nein, doch habe ich ja. Ja, dann nimm die mal. Ich hab, also meine sind ja ein bisschen schlechter, aber von den Tests sind sie besser. Brauchst du 77er, weiß ich nicht. Und ein 55er Helm? Und Hosen? Guck's dir mal an. Inventar. Der Helm. Das ist cool, den nehme ich. Die Hosen sind geil. Oh, das, die sind richtig gut. Und den anderen Helm, oh, der ist noch besser. Obwohl, Spirit Defense Ability, ja, der bringt mir Armor, aber der hier bringt mir mehr Kanne. Ich glaube, ich nehme den hier. Weil dann mache ich auch noch ein bisschen Schaden, okay. Ja, ich kann alles von dem Zeug gebrauchen, was du mir gegeben hast. Du hast den Helm, weil du mir zwei Helme gegeben hast. Aber ich muss noch skillen. Was skill ich denn mal hoch? Ich skill mal hier einen Punkt rein. Hier hast du noch was. Das. Was macht das hier eigentlich? Vor dich den Gegner? Ja, ich weiß. Er hat mir fast Schaden gemacht. Wie viel ist denn das? Gott, ey, du hast richtig viel Müll von dem zu. Okay, schnell was damit fertig machen. Ich hab nicht mal 92 Spirit, Alter. Brauchst du einen 56er Schulterpanzer? Ja. Meiner macht Physical Damage, aber Physical. Er macht Physical Damage, okay, ich weiß nicht. Ne, ich behalte meinen, der macht doch ziemlich viel Schaden extra. Also, wollen wir jetzt weitergehen oder musst du noch 1000 Sachen angucken? Ich muss noch 1000 Sachen angucken. Okay, da geht's noch. Jetzt Zombies. Findet alle. Okay, so müsste es gehen. Oh mein Gott, du hast mir auch noch Sachen geworfen. Eine. Okay, da lagen zwei. Ja, das eine war das, was ich dir zurückgegeben habe. Das kannst du verkaufen. Schuhe, die ein bisschen cooler sind als meine. Ui, die machen gerade ein bisschen Schaden. Ja, wo bist du? Bin wieder einen Schritt zurückgegangen. Okay, ich mach ganz gut Damage. Die Teile machen aber auch ganz gut Damage, also pass auf. Oh Gott, ich muss so einen Heiltrank nehmen. Gott, Alter, die Säureteile, der ist schlimm. Ich weiß nicht, was du meinst. Weiß nicht, wenn dein Tank fast stirbt, solltest du auch dir mal Gedanken machen. Nee, ich bin gerade überhaupt nicht fast gestorben. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich mache übrigens mit meinem Special Angriff über 800 Schaden. Ich mache mit meinem Special Angriff 500 Schaden. Machst und den mache ich alle zwei Schläge. Laufen. Ich mache meinen Special auch ziemlich oft. So oft es eigentlich geht. Ja, ich meine alle zwei Schläge auf jeden Fall. Ja, das mache ich nicht. Ich mache halt auf rechts, ne? Ja, auf rechts, ne?
Da mache ich 3x 100 Schaden oder so. Das ist nicht so viel. Ja, das ist auch eigentlich nur der Stun, also ich habe einen Stun-Base-Click. Achso, okay. Was meinst du, soll ich ein Video davon machen, wie ich mein Handy-Display wechsle? Wenn du möchtest. Dann machst du ein How-To und dann machst du es komplett kaputt und dann machst du ein How-To-Notter raus. Okay, dann mach ein How-To-Notter raus. So wie meine GTA-Compilation. GTA-Compilation? Dann GTA Online. Achso, hab ich nicht gesehen. Assi. Richtig gut. Hm? Richtig gut. Habe ich da gerade alles angelockt? Ja, vielleicht. Was hast du gemacht denn an der Fail Compilation? Ja, habe ich halt ganze Sachen. Also, ich habe ja eine Stunde 30 oder so aufgenommen, halt, wegen. Du plötzlich das Thema 5 Minuten, wenn ich die letzten 10 Sekunden nur haben will. Dann habe ich das alles mal zusammengeschnitten, was so lustig war. Okay. Also da passiert hauptsächlich nur Scheiß, das ist ganz lustig. Ich habe übrigens noch keine Sekunde von deinem Dingens geschnitten. Ich weiß, kann ich verstehen. Hab ich auch keinen Bock zu. Ich weiß vor allem auch nicht was, das ist ja irgendwie nicht lustig. Du stirbst eigentlich die ganze Zeit nur und killst ein bisschen was. Ja, ich weiß nicht, ich finde Compilations überhaupt nicht cool. Wenn sie gut gemacht sind, sind sie schon lustig. Also Battlefield habe ich halt einfach nur aufgenommen, also in den. Außer wenn die Teile nur 5 Minuten lang sind, dann ist da was jetzt am Ende passiert, aber so den Rest da habe ich einfach nur pures Gameplay auf gehofft, dass irgendwas Lustiges passiert. Ja, das ist ja nichts Lustiges passiert. Ja, das ist halt oft so, das ist ja auch schnell. Ich hab mir halt echt 56 Minuten angeguckt, ne? Und die 56 Minuten, da bist du halt einfach nur dauernd gestorben. Also man könnte eine Die-Compilation das machen, aber nichts Gutes. Scheiße. Gut, dass Kirsch das Lied nie veröffentlicht hat. Was? Er hat mal ein paar Tode aus Meat Boy geschnitten. Und dann hat er aus den Reaktionen von mir ein Lied gemacht. Okay. In FL Studio, ist ziemlich behindert. Ja, wir können nach rechts oben gehen oder wir gehen hier nach oben? Ich bin unten lang gegangen. Ja, ich merke gerade, dass ich komme da nicht lang, wo du bist. Kannst du hier ist übrigens noch dein Grab. Kannst du kurz ein Portal machen? Ja. Ein anderes Portal war 2 Meter weiter. Ja. Aber. Ja, den Weg da rechts, da kommen wir sowieso bestimmt noch hin. Bestimmt. Hier ist Wasser. Ich hör's schon. Hier sind Viecher, die es vorhin nicht gab. Also die gibt es jetzt schon, wo wir spielen schon, aber damals, als ich gespielt habe, gab es die noch nicht. Hier, komisch. Oh Gott, wow, wow, wow. What the fuck? Du hast komische Schwerter über deinem Kopf gehabt. Ja, das hatten wir letztens auch. Ich glaube bei der Spinne. Ich glaube, das ist so ein Debuff von der Spinne. Okay, ich komme anscheinend nicht danke, lang. Spin, danke. Wichser. Okay, gut. Noch durchgehen. Hier ist eine Truhe. Scrap. Nichts, ist auch schön. Wieso kann man hier nicht hochgehen? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es eingestürzt sein soll. Oder weil es einfach verbuggt ist. Ne, glaube ich nicht. Hat der es auch auf Cooldown des Bands? Übrigens, so könnte ich meine Energie vielleicht leer kriegen. Hast du gesehen, wie viel ich von den Stunjacks hier reingeworfen habe? Oder 3. Ja, nur 10. So könnte ich mir das. Und meine Energie war noch nicht ganz leer. Ich werfe da einfach 1000 so eine Stunjack rein. Ich würde gerade hier. Hier oben. Ich glaube, hier dürfen wir auch wieder auf den anderen Weg kommen.
Bin tot. Ach, an diesem Corpsey-Fight. Ja, Portal ist offen. Ne, ist nicht mies, aber er ist schlimmer als die anderen. Ja. Na gut, dann werde ich so nächstes Wochenende eventuell ein Video davon machen, wie ich mein Handy komplett auseinandernehme. Ja? Ja, nächste Woche wahrscheinlich. Da unten liegt noch Scrap, also Portal, achso, du bist schon durchgegangen, gut. Irgendwas war es noch nicht da, als ich gerade geguckt habe. Ich habe auch gerade noch gespawnt. Achso. Okay. Hier müssten wir irgendwo durchkommen. Ich hab Ohrwurm. Von was? Shindy. Welches Lied? Cabriolet. Okay. Mit einem Hip-Hop Honey in G-String und sie singt Shindy zum Cabriolet. Scheiße, ich muss mal mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Wieso? Weil ich nicht mehr so viel Auto fahren will. Kostet zu viel Benzin. Außerdem ist Sommer, da kann man sich auch mal ein bisschen sportlich betätigen. Achtung, Stunjax! Nee, nee. Meine Freundin meinte gerade, ich betätige mich sportlich auf der Arbeit nicht genug. Aber du, ne? Ja, du bist praktisch im Fitnesscenter, wenn du auf der Arbeit bist. Alles ja. Ist es nicht richtig weit? Nein, Alter, ich brauche 10 Minuten oder so. Oder 15, wenn ich schlecht bin. Also wenn ich richtig Gas gebe. Ich würde so eine Stunde brauchen oder zwei. Das ist echt nicht weit weg. Hier waren wir schon. Ja. Ich wollte ja... Ich glaube, so rum ist es einfacher. Achso, da waren noch welche, hab ich gar nicht gesehen. Ja, da sind gerade welche gespawnt, also die sahen irgendwie so, als wären die gerade da, also gespawnt gewesen, also hinter uns gespawnt. Die haben nicht auf zu spawnen, ich töte jetzt alle, bis sie weg sind. Okay, ist doch ein Ding. Ach ja, das letzte Mal, als ich, was ich sagen wollte, das letzte Mal, als ich bald hier war, da wollte ich dann ja noch zu Aldi fahren, weißt du, wo Aldi ist? Ja. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich da hinkomme, also ich bin erstmal über zwei Orte, ich soll ja nicht über Orte hier reden im Let's Play, über zwei Orte gefahren, bis ich überhaupt erstmal da gewesen bin, weil ich keine Ahnung mehr hatte, wo ich abbiegen sollte. Über was für Orte bist du gefahren, um... Hä? Das sieht auch wie aus, als könnte ich kaputt machen, oder? Ja, aber ja, die waren hier. Das sag ich dir nach dem Part. Welche Richtung? Richtung, Richtung deiner Arbeit. Sagen wir mal Grove Street, oder? Nee, Richtung deiner Arbeit und dann noch weiter. Warum? Da ist Aldi nicht mal annähernd. Ja, ich musste vorher abbiegen. Da ist Rewe. Ja, ich musste vorher irgendwo abbiegen und ich wusste nicht wohin. Okay. Und dann bin ich einfach weitergefahren und dann mach ich so, Moment mal, die Gegend kenne ich hier irgendwie. Der Aldi, der neben dem Netto ist, ne? Was? Du wolltest zu dem Aldi, der neben dem Netto ist. Ja. Warum wolltest du noch zu Aldi, Alter? Muttertaggeschenke, da wollte ich diese komischen Blumenbilder holen. Ach so. Oh mein Gott, ich bin fast gestorben. Hier ist übrigens ziemlich viel. Ja. Der ist große Vieh ist tot. Nein, die Stunjack stun nicht, die machen nur ein bisschen Schaden. Eigentlich ist dann hier auch. Hast du es vielleicht rausgemacht? Du kannst diesen Transmuter dafür skillen, dass du nicht mehr, dass sie nicht mehr stun, sondern mehr Schaden machen, glaube ich. 3 Sekunden ist dann Target vor 1,5 plus 3 Sekunden. Ja, hast du den Transmuter geskillt? Ich weiß nicht, ob der das die Beschreibung da auspackt. Was ist denn das? Das letzte? Nee, hä? Gibt's nicht bei dem Ding. Doch klar, da gibt es einen Stunjacks, gibt es einen Quickjacks und die... Ja, Quickjacks, also Transmuter sind diese Teile, die von abgehen, also ich weiß nicht, wie das... Ja, da habe ich einen Stun drauf gelegt. Was? Da steht aber nichts davon, dass das ja wegmacht, dass sie ja das wegmacht. Okay. Ah doch, they lose the stopping. Boah, ist ja schwul, kann man das rückgängig machen? Ja, ich glaube, du kannst es rauskillen. Wie? Bei diesem Rauskill-Typen da. Ach so, okay. Okay, hier sind wir da. Ich weiß nicht langsam, wo wir wieder sind. Eigentlich habe ich null Ahnung. Blast Shield. Aber dann Storerooms. Oh Gott, hier ist mein Spiel richtig abgestürzt. Glaube ich. Vielleicht auf der nächsten Ebene, ich weiß nicht. Unser Pass ist übrigens vorbei. Doch, schön.
Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Hau da rein und ciao. Tschüss. Geh doch mal kurz raus und hol dir das Buch.